der Mitte habe ich im Prinzip meine Verlustsensoren, Schüttlerverluste, Siebverluste, Überkehrvolumen und Zusammensetzung der Grain Quality Cam, also Nichtformbestandteile und Bruchkorn. Das habe ich hier im Prinzip alles relativ übersichtlich zusammen dargestellt. Und CMOS Automatik-Symbole habe ich hier oben drin, also ich sehe Auto-Threshing ist aktiv, automatische Einstellung des Threshwerks, automatische Einstellung der Reinigung und wir fahren über Cruise-Pilot, das heißt der Cruise-Pilot wählt die Vorfahrtgeschwindigkeit so, dass wir ans Verlustniveau im Prinzip ranfahren und der limitierende Faktor für den Cruise-Pilot wird immer hier rechts gelb dargestellt, also im Moment regelt er die Fahrgeschwindigkeit an die Verlustgrenze der Reinigung ran. Jetzt sind gerade die Schüttler begrenzend und so sehe ich immer im Prinzip, was den Cruise-Piloten, was die Fahrgeschwindigkeit hier limitiert. Genau. Und das ist jetzt eben komplett neu für die 5-Schüttler-Modelle. Fast 30 Tonnen Durchsatz, das ist schon Wahnsinn. Echt verrückt können vom Schüttler. Bruchkornanzeige habe ich ja hier unten drin. Fährt er auch im Prinzip immer an mein Limit, das ich ihm vorgebe. Analysieren tut er das über die Grain Quality Cam hier oben. Hier sieht man das immer. Zum Beispiel die lila Kreise sind dann immer in einer Art und Weise Bruchkorn, die die Kamera erkennt. Und die grünen Kreise, wie da zum Beispiel, das sind dann Nichtkornbestandteile. Also Stroh, Kurzstroh, Spreu, genau, und so, das ist dann eben die Grundlage für das System, sich selbst zu optimieren und dann auch, wenn es Bruchkorn erkennt, zu sagen, ich will sanfter dreschen und das würde mir das System dann auch vorschlagen. Ich kann hier oben meine Optimierungsstrategie festlegen, die ich selber einstellen kann, sanfter dreschen zum Beispiel, verbesserter Ausdrusch, aber wenn das System erkennt, hier haben wir noch Verbesserungspotenzial, hier könnten wir noch was machen. Würde es mir hier unten ein Dialogfeld anzeigen und mich fragen, wollen Sie sanfter dreschen? Und dann könnte ich das im Prinzip bestätigen und das System würde den Fokus mehr auf sanftes Dreschen legen. Okay, genau.